Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Bowly Bridge. Ja, das ist hier die Runde mit den drei LKW. Ja, das ist die Runde und die drei LKWs mussten rüber auf der anderen Seite, wie immer bei Bowly Bridge, von der einen Seite zur anderen Seite. Obwohl manchmal ist es auch von der einen Seite zur selben Seite, nur oben drüber oder irgendwie so. Ja, egal. Auf jeden Fall, ich habe die Runde hier. Shop. Viele Möglichkeiten bleiben bei der Runde eigentlich auch gar nicht, so dass man es über dem Budget machen kann. Über dem Budget kann man schon machen, aber man hat hier wirklich nur Holz und Kabel. Kabel ist total sinnlos, weil Kabel müssen ja immer um drüber sein. Also dann haben wir nur Holz. Da habe ich einfach an der Seite hochgezogen, Straße verbunden, war hier eine kleine Lücke, habe ich gesehen, da habe ich dann so eine Straße noch einfach eingesetzt. Hier habe ich zwei Straßen eingesetzt, obwohl das könnte glaube ich auch Holz sein, glaube ich auch gehen, mal ausprobieren, weil der muss sich hier an der Wand abstützen und wenn das eine Straße wäre, dann kommen sie hier nicht hoch, obwohl die schon so große Reifen haben, aber egal. Schauen wir mal, ob es mit Holz auch geht. Oh, ich denke schon. Ja. Dann hatte ich halt hier diese Sterne einmal unten komplett durchgemacht und oben komplett durch. Das war schon bei unten zu teuer gewesen. Oben war es natürlich dann noch teurer gewesen. Hab es trotzdem einmal durchlaufen lassen. Schauen, ob ich es schaffe. Ich habe es geschafft. Gut, da habe ich mir gedacht, schauen wir mal, welche ich alles wegnehmen kann. Habe ich die oberste Reihe erst alle weggenommen. Und dann habe ich hier in der Mitte mal angefangen, welche wegzunehmen. Da habe ich noch einen weggenommen, weil so ist das schon wieder so teuer. Deswegen, ja. Und so sieht halt das Ergebnis aus bei mir. Einfach ganz simpel. So, ich würde mal sagen, dann gehe ich in der nächsten Runde. A nach A, B nach B. Begrenzte Straßen, okay. Kommt denn der da hoch? Beide gleichzeitig los. Nein. Naja. Viel zu steil. Glaube ich zumindest. Am Wochenende kam auf mein Red Dog Vlog Kanal auch nichts, weil ich mal wieder unterwegs war. In letzter Zeit komme ich irgendwie nicht dazu. Und eigentlich weiß ich auch nicht genau, was ich da vloggen soll. Das ist ja ein anderer Kanal, andere Sache. So, dann schauen wir erstmal nur, dass der eine hier runterkommt. Richtig runterkommt. Nee, mach mal Crit rein. Crit raus. Thank you.
raus. So. Und da bricht er durch. Am Wochenende war ich bei meiner älteren Schwester und da haben wir vor Weihnachten gefeiert. Witzig. Das ist, weil ich bin ja über Weihnachten, Neujahr bin ich nicht da. Da bin ich in Neuseeland. Und sie wollte gerne mal wieder mit mir Weihnachten feiern, aber da ich nicht da bin, geht das nicht. Da haben wir uns einfach gesagt, gut, da feiern wir halt Nikolaus einmal so Weihnachten. Hört sich auch witzig an. War auch ganz witzig. Ach Mensch, was mache ich denn hier? Und nächstes Wochenende bin ich wahrscheinlich an der Nordsee. Oder ist wahrscheinlich. Bin ich an der Nordsee, dann werde ich da bestimmt einen Vlog machen, wenn es nicht regnet. Aber wenn das Wetter gut ist, werde ich da was filmen. Er muss noch ein Stück weiter hoch. Ach, geht doch. Nein. Also da hüpft da. Das ist schon mal nicht gut. Okay. Okay. Nee, so nicht. Okay, schauen wir mal genau, wo er bricht. Da unten ist er gebrochen. Straße, Stall. Jetzt. Warte mal, da kann ich doch noch einen reinsetzen. Da springt er richtig mit den Hinterteilen. Bam, jetzt kommt er auf und dann bricht die Brücke. Jo, irgendwie konnte ich mir doch schon denken, dass er viel zu groß ist. Stahlträger, ich brauche das Strauß. So. Okay, da hüpft er bestimmt auch noch mal ab. Ja, 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 ja. Ja, klar. Da ist immer noch so ein kleiner Huckel. Hat das nicht geschafft? Hat das nicht geschafft? Das gibt's doch nicht. Holz.
der ist zuerst gebrochen. Dann machen wir Stahl rein. Kriege noch nicht mal den ein Unterbudget rüber. Jetzt was der hier. Fast überall irgendwie. Der und da oben war auch noch mal was. Oh yeah. Holy shit. Ich hab's. Jetzt den auf dieser Brücke kriegen. Nee. Vielleicht kann ich auch noch den hier reinsetzen. Okay, da, okay. Ah. Hydraulik. Falsch, ich wollte da nehmen. Da. Und da. Der zieht dran und der zieht weg. Ja, irgendwie so muss ich das machen. Nochmal versuchen. Mache ich da einen Split rein. Vielleicht klappt das dann. Guck mal, ein Split reingesetzt. Schon kommt der erste noch nicht mal mehr runter. Na. Machen wir es jetzt so. Nicht ganz.
müssen mit dem Geld runtergehen. Auf 500 Gold oder Dollar oder wie auch immer. So. Der bewegt sie nicht. Der bewegt sie nicht. Okay. Und der bewegt sich. Okay. Auch. Ich wollte gerade sagen, auch nicht. Also der geht nicht weiter raus. Das ist ein bisschen doof. Also so auch nicht. Und warum bricht hier das Holzzimmer? Bisschen Geld hätte ich noch, da könnte ich noch was ändern, zum Beispiel den hier auf Stahl machen. Okay, dann machen wir nochmal hier eine Straße, die mit Stahl befestigen. Ich hoffe, da kommt er nicht gegen. Aber ich sehe schon schwarz. Ja, wusste ich doch. Und jetzt? Kommt immer noch gegen. Nee, doch nicht. Oh. Der ist hier vorne irgendwo gebrochen. Muss noch mal anschauen. Ein bisschen lang.
langsamer machen. Da. Okay, okay. Bei den oder bei den? Einer von den beiden. Ist so teuer. Holz. Holz. Nein. Stahl. Oh. Warum ist das so teuer? Ach Mensch. Das dann nochmal hier eine einzelne Verschreibung und das dann nochmal verbunden. Ich hoffe, das hält so. Los, fahr und krach nicht ein. Mist, nee, da war es vorher schon besser gewesen. So, dann schauen wir mal, was können wir alles billiger machen. So ein Ding wieder rein. Ach, deswegen war ja das drin. Das ist ein bisschen teuer. Komm, knallen wir hier Holz rein. Immer noch so teuer. So, jetzt war auf jeden Fall Geld schon mal gespart. Hier müssen wir es wieder mit Stahl machen. Straße.
Da ist der Stahlträger. Hier in der Mitte ist das noch ein bisschen schwach, da müsste ich irgendwie nochmal was verstärken. Eigentlich brauche ich da gar nicht zu verstärken, weil der muss ja nur darüber. Weil den ist ja nicht mehr der Fall. Kombinieren, da ist was gebrochen. Machen wir den auch weg. So. Machen wir da einmal ein rein. Komm schon, nein! Ach nee. War denn hier auch gleich mal aus Stahl? Kann doch nicht wahr sein. Straße. Ich brauche Holz. Ein Stahlträger. Und jetzt das Ganze nochmal anschauen. Nein, lieber nicht. Dann machen wir den hier auch nochmal aus Stahl. Das ist schon wieder so teuer. Mensch. Das ist jetzt mal hier ein Stahlträger. Die wackelt aber ganz schön irgendwie. Hm.
Mamma mia. Holz. Los, nein! Na, grad los, dann kracht es ein. Ach, ich hab Holz. Holz. So, also noch mal gucken. Ich nehme noch den hier weg. Und setze da Straße rein. Und das hier auch noch mal weg. Auch noch mal Straße rein. War das? Das war's. So wie eine bisschen schiefe Stufe ist das hier. Das passt so. Und bricht. Das habe ich schon gesehen. Okay. Okay. Der ist gebrochen. Wenn ich jetzt jeden einzelnen mal auswechsel für Stahl, das klappt. Ich glaube nicht. Also, der kommt schon mal runter. Und durch ist er. Der ist gebrochen. Vielleicht bricht bestimmt der daneben. Ich denke mal, der bricht jetzt als erstes. Oder der? Oh ne, ich sag der hier. Thank you.
und? Welcher bricht? Ja, ach, doch der andere. Na gut. So, dann wird jetzt aber bestimmt der hier. Nee, jetzt bricht der aber. Jetzt bricht der. Bestimmt. Ich bin schon so traurig bei der Bricht. So, jetzt aber. Komm schon. Oh, die drei brechen. Also, nimm wir den weg. Ein rein. Nimm wir den weg. Setzen da ein rein. Und nimm wir den weg. Und setzen da ein rein. So, und jetzt hält aber die Brücke. Marmorstein und Eisen bricht, aber meine Brücke nicht. So wird's sein. Pass auf, jetzt reißt er hier oben ab. Oh, jetzt bricht der doch. Jetzt bin ich über Budget. Jetzt bricht der hier unten. Obwohl der, ja doch, hat auch was mit. Weil der landet hier vorne irgendwo. Jetzt reißt die ganzen Brücken raus. Die kann ich doch. Naja, wie soll ich denn die Brücken festhalten? Dass sie zusammenbleiben. Also brechen tut nichts. Es wird nur alles rausgeschoben. Ach nee. Werden da rausgeschoben. Was mache ich denn da jetzt? So ein Schleitträger? Jetzt bricht der. Jetzt bricht sogar der Stahlträger. Das kann doch nicht wahr sein. Ich mache das jetzt einmal so, dass ich komplett durch bin. Also so einmal durch, ohne Budget. Aber das habe ich ja nur nicht mal. Oh. So. Ich weiß nicht.
noch einmal versuchen? Das, da. Ach je. Ach je. Komm schon, ich möchte nur oben ankommen. Und jetzt, ist ich da vorne schon. Aber jetzt, komm schon. Jetzt bricht der hier. Geld überschritten. Ach, machen wir den auch noch hier auf Stahl. Toll. Jetzt war das Stahlträger gebrochen. Und schon wieder. Wie kann der Stahlträger brechen? Der fällt nicht ins Wasser. Er wurde aufgefangen. Hurra! Alles hier auf Stahl, dass ich nicht mehr darf. So. Jetzt müsste es aber passen. Gibt's doch nicht.
Das gibt's doch nicht. Menschenskinder normal. Was soll ich denn noch hier machen? Welcher Stahlträger ist gebrochen? Die Kraft wird nach links geschoben, wenn er rauf fährt. Ja. Der ist gebrochen. Mal schneller machen. Jetzt bricht der große Stahlträger und nein. Oh, ein Kreuz rein. Jetzt bricht der große. Dann machen wir hier auch noch mal ein Kreuz rein. Ach nee. Komm schon. Okay. Nehmen wir den da wieder raus. Und schauen wir das jetzt einmal so. Komm, ich will doch nur sehen, dass der oben ankommt. Ich kriege ja schon einen Heulkrampf gleich. Vielleicht so. Er bricht da immer noch. Und jetzt? Ich habe es geschafft über dem Budget, aber ich habe es geschafft. Ich zeige jetzt mal die nächste Runde. Okay, das ist das und starten wir einmal. Fallen alle gleichzeitig. Nee, erst der. Gut. Dann wissen wir, was uns morgen auf uns zukommt. Also recht herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.